Zivilisierung, Parasit. Oh Gott, es wird zu viel. Ah. Typus Parasit. Typus Virus. Interstellares Ungeziefer sammelt sich in Schwärmen. Für die größeren Lebensformen stellt der auf Talon 4 heimatete Parasit allein keine Bedrohung dar. Allerdings neigen Parasiten zur Schwarmbildung, um potenzielle Opfer überwältigen zu können. Solche Schwärme können gefährlich werden. Abwehranlage. Typus Abwehranlage. Zum Durchdringen des Gehäuses müssen es empfohlen. Stachelschale. Jetzt komme ich wieder was Langes, oder was? Typus ja, Stachelschale. Einer muss von uns was Langes bekommen, wenn er nicht... Besiedel. Felswände. Kontakt mit Stacheln ist zu vermeiden. Diese Schalenweiche verfügt über ein spezielles Sinnesorgan nahe seiner Kiefer, um Nahrung aufzuspüren. Seine scharfen Stacheln schützen den Stachelschaler vor den meisten natürlichen Feinden. Doch der verhältnismäßig schwach ausgebildete Panzer macht ihn jedoch äußerst empfindlich gegenüber jeglichen Schuss. Igler. Typus Igler. An Wänden klettern das Schalenweichtier mit einziehbaren Stacheln. Der Igler ist evolutionär gesehen der Familie der Stachelschaler zuordnen. Bei Gefahr fährt er seine gefährlichen Stacheln aus und zieht seinen Kopf tief ins Innere seines Panzers zurück. Hast du gerade wirklich gesagt Pferds? Was? Bei Gefahr Pferds? Pferds. Schlauchkraut. Typus Schlauchkraut. Diese Pflanze sprengt ihren Nektarbeutel, wenn sie angegriffen wird. Das ursprüngliche süße Schlauchkraut wurde wegen seines nahrhaften Nektars so sehr dezimiert, dass es beinahe ausgestorben wäre. Eine evolutionäre Variante mit einer explosiven Kapsel setzt sich schließlich durch und bewahrte diese Spezies vor dem Untergang. Nun wird die Frucht des Schlauchkrauts nur noch von einheimischen größeren Tieren verzehrt, die diesen Schutzmechanismus zu umgehen müssen. Höllenblume. Typus Höllenblume schleudert giftige Stacheln von sich, reagiert empfindlich auf eigene Giftstoffe. Am Stamm dieser mächtigen Blütenpflanze befindet sich drei mundähnliche Ausformungen, die über niederentwickelte Hirnmasse verfügen. Jede dieser Öffnungen kann in einem Radius von bis zu 5 Metern feindliche Organismen mit giftigen Dämpfen angreifen. Die Blüte der Höllenblume stößt explosive Sporen aus, um diese Organismen zu töten. Speersämling. Typus Speersämling. Mischwesen zwischen Pflanze und Tier. Der Speersämling ist nur wenig erforscht. Er besitzt sowohl pflanzliche als auch tierische Merkmale. Kennzeichnend für ihn ist, dass er zu seiner Verteidigung Rückenstacheln abschießt, falls er sich bedroht fühlt. Ja, und die Rückenstacheln sind zielsuchend. Exitus. Typus Exitus, explosionsfähiger Parasit, der seinen Körper in festen Materialien verankern kann. Der Exitus stellt sein Leben in den Dienst des Schwarms und opfert sich für dessen Sicherheit. Sobald er eine feindliche Lebensform wahrnimmt, verankert er sich im Boden oder Mauerwerk. Ein verankerter Exitus zerstört sich explosionsartig, wenn er sich bedroht fühlt. Das ist das erste Mal, dass wirklich geklappt hat. Bitte flüssigen weiterlesen. Typus Grabkäfer. Grabendes Insekt mit widerstandsfähigem Panzer. Höchst aggressiv. Die ausgeprägte Mundpartie dieses Insekts erlaubt ein schnelles Graben von Tunneln durch Felsgestein. Oberhalb des Erdbodens bewegen sich Grabkäfer sehr rasch. Sie greifen alles an, was sich ihrem Bauen nähert. Gepanzerter Grabkäfer. Gepanzertes Insekt, einzige Schwachstelle befindet sich am Hinterleib. Die starke Schädelpanzerung dieses Insekt dient der Abwehr frontaler Angriffe. Daraus resultiert ein Vorteil im Nahkampf vor der... Was? Nahkampf der vor dem? Was? Der dem Käfer Rammattacken ermöglicht. Sobald er Vibration wahrnimmt, gräbt er sich aus, um sich zu verteidigen. Während des Kampfes richtet sich der Käfer
stets verteilt zu seinem Gegner aus, um seinen Hinterleib zu schützen. Ja, das Käfers. Was war das gerade? Typus Goliath-Wespe. Fliegendes Insekt mit Giftstachel, der imstande ist, Stahl zu durchbohren. Solange die Goliath-Wespe keine unmittelbare Bedrohung verspürt, entfernt sie sich nicht sehr weit von ihrem Nest ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben, attackiert sie stoßflugartig jegliche Bedrohung. Schnell wirkendes Gift setzt die meisten kleinen Organismen schnell aus dem Gefecht. Außer natürlich Sabusen. Rammweste. Rammwespe, fliegendes Raubinsekt, kreist seine Beute ein und schlägt dann zu. Die Wespenfamilie von Talon 4 hat einen ausgeprägten Sinn zum Nestbau entwickelt. Dazu bevorzugen diese Raubinsekten feuchte, dunkle Orte, die zu dieser Familie gehörige. Rammwespe sammelt sich in kleinen Gruppen, wenn sie bedroht wird, und umkreist ihre Feinde, um sie zu desorientieren. Im Verbund greifen die Rammwespen von allen Seiten zugleich an und sind so imstande, sogar größere Lebewesen zur Strecke zu bringen. Das war der erste Boss. Auf Talon. Okay. Typus. Schützenwespe, fliegendes Insekt, kann Giftstachel auf Beute abfeuern. Dieser hochaggressive Vertreter der Goliath-Wespenfamilie kann die Spitze seines Giftstachels bis zu 20 Meter weit fortscheißen. Eine neue Stachelspitze bildet sich in wenigen Sekunden. Sie enthält eine säurehaltige Substanz, welche die Beute vorfermentiert. Vorfermentiert. Nest. Struktur Goliath-Wespennest. Unterschlupf der Goliath-Wespe. Einsatz von schweren Waffen empfohlen. Goliath-Wespen nutzen bestehende Vertiefungen, um ihr Nest darüber zu errichten. Dabei greifen sie auf alle in unmittelbarer Umgebung zur Verfügung stehenden Materialien zurück. Geeignete Materialien transportieren sie mit ihren Vorderbeinen zur Baustätte, fixieren diese mit Klebstoffen, die sie mit ihrem Hinterleib absondern. Typus Aura? Ja. Das sind die Augen in der Wand. Okay. Bewegungsunfähiger Organismus, der komplett aus Augengewebe besteht. Im aktiven Zustand ist das Auge in der Lage, anhaltende Energiestrahlen abzugeben. Es verhält sich empfindlich gegenüber Licht und schließt die Lider, wenn ein heller Lichtimpuls, wie zum Beispiel ein Blitz, auf den Augenkörper trifft. Plasmid. Typus. Kleines Insekt, das Wärmeenergie speichert und abgeben kann. Plasmiden werden von Hitzequellen angezogen. Die dortige Wärmeenergie fördert ihre Entwicklung. Während der Jagd geben sie Licht ab. Bei Bedrohung stoßen sie kleinere Salben thermaler Energie aus. Sturzsegler. Stimmt, da vorne der Arktis. Der Ark Schwarm gefehlt. Der Arktis Sturzsegler. Ja. Typus Sturzsegler. Fledertier mit ausgeprägtem Revierverhalten. Sturzsegler haben eine enorm hohe Körpertemperatur, die bis zu 121 Grad Celsius betragen kann. Dadurch können sie leicht mit wärmeempfindlichen Sichtgeräten erfasst werden. Sie hängen kopfüber an Höhlendecken, während sie auf kleinere Beutetiere lauern. Zur Verteidigung ihres Reviers stürzen sie sich auf alles, was sich nährt. Oder wie es bei Plankular heißt, Raketenbodenwichser. Fanggras. Typus Fanggras. Pflanzenähnliche Lebensform mit einfacher Wahrnehmung. Fanggräser werden nur kleinere Lebewesen gefährlich. Sie verfügen über zahlreiche kleinere Ausläufe, die potenzielle Beutetiere anlocken sollen. Bei Gefahr ziehen sich diese Ausläufer in den Boden zurück. Größere Lebewesen werden Fanggräser nicht gefährlich. Für diese stellen sie lediglich ein Hindernis dar. Giftgras. Karnivore Giftpflanze, die sich bei Gefahr in den Boden zurückzieht. Das Giftgras hat sich zu seiner jetzigen Form entwickelt, um in die Lebensräume größerer Lebewesen einzudringen. Mit seinen farbenprächtigen Blättern lockt es Opfertiere an, die es dann mit kleineren, hochgiftigen Ausläufern festhält. Seine Fänge zersetzen die Beute innerhalb kürzester Zeit. Sprengkopf. Flüchtige Substanzen innerhalb des Pilzhuts explodieren zur Selbstverteidigung. Das giftige Hutfleisch des Sprengkopfs bewahrt ihn davor, gegessen zu werden.
Seinen Namen verdankt er seinen explosiven Pilzsprut. Dieser sprengt sich, sobald er den geringsten Kontakt bemerkt. Ich habe mal sowas kurz abbekommen. Ich finde es auch immer geil. Die meisten von diesen Tieren, Pflanzen, die wehren sich, indem sie sich selbst töten. Das sind ja wohl auch so teilweise. Typus Sensorranke. Sensorsparen. Kräftiger im Pelzreich lebender Tentakel. Ein einzelnes Auge an der Sensenranke hält permanent Wache. Sein Gesichtsfeld ist allerdings auf 10 Meter beschränkt. Der klingenähnliche Fortsatz an dessen Spitze ist messerscharf. Die Sensenranke wirbelt mit dieser Klinge wild um sich, sobald etwas in ihren Wahrnehmungsradius gerät. Steinkröte, Typus Steinkröte. Ernährt sich von kleineren Lebewesen von außen unverletzbar. Eine Steinkröte kann tagelang regungslos verharren. Als Nahrung dienen ihr Lebewesen, die deutlich kleiner sind als sie selbst. Diese verschlingt sie mit einem einzigen Bissen. Ist etwas unverdaulich, so wirkt sie es wieder raus. Steinkröten setzen in Kämpfen ihre mächtigen Eckzähne als letzte Rettung ein. Ach, das sind die Jungen mit Morphreigen, oder? Mhm. Gepanzerter Parasit. MC-Vertreter der Familie der Parasiten. Unempfindlich gegenüber den meisten Waffen. Dieser direkte Verwandte des Gemeinparasiten ist für seine unglaubliche Widerstandskraft bekannt. Nähere Beobachtungen lassen vermuten, dass er auf Waffensysteme des Morphballs empfindlich reagiert. Oculus Rift. Oculus auf Mauern heimisches elektrische Impulse abgehendes Kriechtier. Der Oculus zeigt sein einzelnes Auge, während er aktiv ist. Das ihn umgebende elektrische Feld hält die meisten Räuber von ihm ab. Entschuldigung. Spürt der Oculus eine drohende Gefahr, so zieht er sich in seine undurchdringliche Schale zurück. Dieses Verhalten schützt ihn vor fast allen Angriffen, die ihm in der talonischen Wildnis widerfahren können. Das mit den Räubern, das klingt so nach Absatzzentrum, Entschuldigung. Gepanzerter Puffer. Mutierter Puffer mit verstärkter Außenhülle. Die Strahlung des Phasons hat diesen mutierten Zweig der Pufferfamilie auf Talon viel hervorgebracht. Sie haben eine harte Außenhülle entwickelt, die ihnen einen besseren Schutz vor dem Zerplatzen bietet. Mit Hilfe von ballistischen Geschossen lässt sich diese Hülle jedoch einfach durchdringen. Das im gepanzerten Puffer enthaltene Gas entspricht dem seines nahen Verwandten, dem Gemeinpuffer. Es ist ebenso tödlich. Schwarmmechanoid Sicherheitsanlage, die auf Nutzung von Killerschwärmen basiert. Ein Konzeptionsfehler macht den Schwarmmechanoiden an seinen Zugangsöffnungen anfällig. Er gehört anfällig zu den Kampfdrohnen der zweiten Generation, die mit höheren organischen Lebensformen interagieren. Zu seinem Repertoire gehört das Schulen, Beschützen und Konditionieren von räuberischen Insektenschwärmen. Auf eine Bewaffnung wurde verzichtet. Daher ist er darauf angewiesen, dass die Schwärme jegliche Bedrohung abwenden. Nachher. Verbrennungsdrohne. Programmiert auf thermische Abfallentsorgung. Die Schaltpläne dieser Drohne lassen vermuten, dass es zu einer Fehlfunktion kommt, falls der interne Energieverteiler beschädigt wird. Zwar verfügt die Einheit nur über minimale Kampfprogramme, dennoch ist sie im Bedarfsfall fähig zur Selbstverteidigung. Die Flammenwerfer gleichen Mängel in der übrigen Defensivkonzeption wieder aus und machen die Drohne zu einem gefährlichen Gegner. Chosogeist. Anomalie. Chosogeist, Spektralerscheinung, unempfindlich gegenüber natürlichen Energien. Da diese Wesen fortwährend ihre Präsenz verändern, lassen sie sich nur mit Hilfe des X-Ray-Visors präzise erfassen. Diese Wandeln macht sie unempfindlich gegenüber Waffentechnik, die auf natürlichen Phänomenen wie Feuer, Eis und Elektrizität basiert. Ihr wechselhaftes Verhalten ist vermutlich auf die schadhaften Einflüsse des Phasons aus der Umgebung zurückzuführen.
Es ist auffallend, dass sie sich der zu religiösen Städten der Koso hingezogen fühlen. Dort stürzen sie sich auf gewaltsam auf alles, was in ihrem Bereich eindringt. Mach weiter. Typos. Magma. Magmatitputzer. Magmatit. Magmatitputzer. Subvulkanischer Aaskäfer. Panzer lässt sich mit Missiles durchdringen. Die Panzerung des Magmatitputzers gelangt erst durch die Einwirkung von hochtemperatierter Luft zu ihrer bemerkenswerten Härte. Die Schwäche hält fast allen Waffensystemen stand. Aber der Einsatz von ballistischen Geschossen zeigt eine Wirkung. Seine Intelligenz ist auf einfache Verhaltensmuster zur Ernährung durch Aas beschränkt. Ist das das Morphball-Ding? Ja. Typus Wühlschabe, unterirdisches Raubinsekt. Die Wühlschabe weist starke Ähnlichkeiten zum nah verwandten Krabbkäfer auf. Doch im Gegensatz zu ihm verbringt sie ihre meiste Zeit unter der Erdoberfläche. Schon bei kleinsten Erschütterungen verlässt die Wühlschabe das Erdreich, um anzugreifen. Ihre stark eingeschränkte Intelligenz reicht aus, um aussichtslose Auseinandersetzungen zu vermeiden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Insekt seinen Mangel an Intelligenz durch gesteigerte Aggressionen ausgleicht. Puffer. Instabiler, mit Gas gefüllter Organismus. Platzt beim Berühren. Puffer füllen ihren Körper mit tödlichen Metavibriumgas und schweben durch ihr Habitat, um Nahrung zu suchen. Wenn sie zerplatzen, wird dieses Gas freigesetzt. Obwohl sie diese fragile Struktur besitzen, gehen Puffer bei der Jagd sehr aggressiv vor. Die Gaswolke, die sie nach ihrem Ableben hinterlassen, lässt meistens auch ihre Angreifer verbrennen. Vulkanische Klammerbock. Typus vulkanische Klammerbock. Stark gepanzerte Kreaturen mit kraftvollen Kiefern. Der vulkanische Klammerbock legt sich Vorräte an, er sammelt kleinere Lebewesen und Nahrung und lagert sie an einem bestimmten Ort, um sie später zu verzehren. Seine harte, dreigeteilte Kieferpartie dient zudem zum Transport von Erdreich und Geröll. Sie ist stark ausgebildet und es ist dementsprechend schwer, seiner Umklammerung zu entfliehen. Ach, ist das jetzt mal von? Ja. Magmor. In Lava lebende feuerspuckende Schlange. Magmors bevorzugen extrem heiße Bereiche und sind insbesondere empfindlich gegenüber niedertemperatierten Waffentechniken. Gänzlich ohne Sehvermögen verlassen sie sich auf Ultraschallreflexionen, mit deren Hilfe sie sich durch die Lavaströme navigieren. Zu diesem Zweck haben sie Rezeptoren ausgebildet. Darüber hinaus verfügen Magmors über einen hochsensiblen Geruchssinn, der ihnen eine präzise Ortung von Beutetieren ermöglicht. Lavamollusk. Lavamollusk in Lava lebendes Weichtier mit undurchdringlicher Schale und einfachem Nervensystem. Dieser kreissymmetrische Organismus öffnet sich, wenn man sich ihm nähert, um durch seine Größe bedrohlich zu wirken. Ein Treffer in sein freiliegendes Zentrum veranlasst ihn, sich umzudrehen und in dieser Verteidigungsstellung zu verharren. Wenn sich der Lavamollusk schließt, werden zahlreiche gefährliche Magmabläschen davon geschleudert. Auch bläst er. Zapffüßer. Arktischer Gliederfüßer. Mit Revierverhalten. Die Eisschale des Zapffüßlers reflektiert die meisten Beamwaffen. Daher wird der Einsatz von ballistischen Waffen oder hochtemperierter Waffentechnik empfohlen. Ihr Larvenstadium verbringen sie kopfüber in Eishöhlen hängend. Während dieser Zeit sammelt sich Feuchtigkeit an ihrem Körper, die im Laufe der Zeit zu einer festen Eisschicht wird. Den so entstehenden Eiskegel hält der Zapffüßler für den Rest seines Lebens. Arktischer Parasit. Aasfresser mit kristalliner Panzerung. Talonische Parasiten sind abgehärtete Kreaturen, die sich innerhalb von 3 Generationen an jegliche Umgebung anpassen können. Hierfür ist der
arktische Parasit ein hervorragendes Beispiel. Parasit? Seit seiner Anpassung an das arktische Klima hat sich dieser Schmarotzer zahlreich vermehrt. Als Allesfresser kann er auch in Gebieten existieren, die für die meisten Arten lebensbedrohend wären. Der Parasit also. Arktischer Sturzsegler. Mit Reifschicht. Reifschicht, okay. Überzogenes Fledertier. Ähnlich dem gemeinen Sturzsegler lassen sich auch diese Kreaturen mit Hilfe von Wärmebildtechnik einfach erfassen. Sie ruhen kopfüber an Höhlendecken und ernähren sich von Insekten, Reptilien sowie kleinen Säugetieren. Zur Verteidigung ihres Reviers stürzen sie sich auf alles, was sich ihnen nähert. Was eigentlich du machen müssen. Impulsbomber. Auf elektromagnetischer Energie basierende Lebensform. Impulsbomber sind auf reiner elektrisch-magnetischer Energie basierende Lebensform, weshalb sie den meisten Waffen gegenüber unempfindlich sind. Ihre Intelligenz ist wenig ausgeprägt und beschränkt sich fast ausschließlich auf ein instinktives Interesse an anderen Energiequellen. Sie kumulieren fortwährend Elektrizität und geben während dieses Prozesses Überschussenergie ab. Diese hochenergetischen Segmente sind äußerst explosiv. Was war das gerade für ein Bug? Blitzbomber. Vom Körper dieser Wesen gehen pulsierende Ionenkanälchen aus. Wie die übrigen Bombenarten lassen sich auch diese Wesen nur mit elektrischer Energie bekämpfen. Nähert man sich einem Blitzbomber, so kann diese elektrische Störung des Visiers zur Folge haben. Auseinandersetzungen lassen sich vermeiden, wenn man den Morphball verwendet und zwischen den rotierenden Energieströmungen durchschlüpft. Oder will ich einfach durchrasen? Arktische Wühlschabbel. An Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts angepasste Gliederfüßer. Die Zähigkeit der arktischen Wühlschabbel ist auf ihre perfekte Anpassung an die Kälte des pendranischen Klimas zurückzuführen. Die meiste Zeit ihres Lebens verbringt die Wühlschabbel damit, sich durch gefrorenes Erdreich zu graben. Dringen andere Lebewesen in ihren Wahrnehmungsbereich ein, kommt sie an die Oberfläche, um diese zu attackieren. Firnkäfer. Grabendes Insekt mit eisverstärkten Panzer scheut hohe Temperaturen. Dieser Vertreter der Käferfamilie hat sich an das Leben unterhalb des Gefrierpunktes in der Eiswüste von Fendran angepasst. Zu diesem Zweck sind große Teile seines Körpers von einem massiven Eispanzer überzogen. Dieses Eis steigert seine Widerstandsfähigkeit, indem es ihn zusätzlich schützt und seine Grabfähigkeiten verbessert. Tarnsegler. Kleiner Räuber mit optischen Tarnverfahren. Für das bloße Auge nahezu unsichtbar. Tarnsegler verfügen über ein ausgefeiltes optophysikalisches Tarnverfahren. Daher lassen sie sich nur mit Hilfe des X-Ray-Technik aufspüren. Unaufhörlich ziehen sie ihre Flugbahn und erlegen dabei größere Insekten sowie andere kleinere Beutetiere. Tarnsegler ziehen bei der Jagd kreisförmige Schneisen und nutzen dabei Ultraschallsignale zur Orientierung. Schöne Maschinen. Yelzap. Was ist das für ein Name? Yelzap. Unterwasserräuber, dessen Skeletthälften elektrisch miteinander verbunden sind. Das Gehirn des Yelzap befindet sich in der oberen Körperhälfte. Herz- und Verteidigungstrakt hingegen beanspruchen den unteren Teil. Obwohl die beiden Hälften auf rätselhafte Weise nur durch elektrische Spannungsfelder dann verbunden sind, bilden sie einen perfekt funktionierenden Organismus. Diese effektive Anatomie bestärkt den Yelzap einen Platz an der Spitze der Nahrungskette in den Gewässern von Talon 4. Junge Eisgigant. Arktischer Räuber, dessen empfindliche Rückenpartie mit Eis gepanzert ist. Junge Eisgiganten bilden eine widerstandsfähige Eisschicht auf ihrem Rücken aus. Sie dient dem Schutz einer äußerst empfindlichen Schicht von Körpergewebe. Aufgrund dieser Schwachstelle sind junge Eisgiganten stets bedacht, ihren Rücken durch schnelle Drehbewegungen aus der Angriffslinie möglicher Feinde zu bringen. Diese kräftigen Räuber geben Hallo? Ich dachte, du hast es schon im Kopf. Geben Stöße extrem kalten Gases gegen ihre Beute ab.
bevor sie sich auf sie stürzt. Manchmal klappt's ja. Ja, aber da bin ich bei dem letzten Wort. Ich güt. Eis. Gigant. Oh Gott, wie lange für den nochmal gebraucht? Weiß ich nicht. Lange. Dämmernder Räuber von der Eiswüste von Fandrina. Eisgiganten sind Fandrina. Fandrana. Eisgiganten sind den meisten Beamwaffen gegenüber unempfindlich. Mit Hilfe der Kristallstruktur auf ihrem Rücken absorbieren sie Energie, die sie gegen ihre Beute einsetzen. Eisgiganten. Du hast auf der Seite zu machen, oder? Hm? Eisgiganten haben eine verhältnismäßig geringe Ausdauer. So erklärt sich, dass sie hyperventilieren, nachdem sie eine Atemattacke durchgeführt haben. Während dieser Reaktion lässt sich der Bereich um ihren Mund herum verletzen. Die weiche Unterseite der Eisgiganten reagiert empfindlich auf starke, hochtemperierte Feuerstöße. In kämpferischen Auseinandersetzungen geben sie Stöße von niedertemperatierten Gas ab, um ihre Gegner bewegungsunfähig zu machen. Außerdem haben sie eine Vorliebe, dafür körperliche unterlegene Gegner zu rammen und zu zertrampeln. Wachtdrohne. Wachtdrohne, gepanzerter Wachroboter mit schwerer Bewaffnung. Wachtdrohnen sind bereits intelligent, dennoch reicht diese Intelligenz aus. Achso, sind begrenzt intelligent. Dennoch reicht diese Intelligenz aus, um ihre Aufgaben perfekt auszufüllen. Wenn ihr Alarm ausgelöst wird, leiten sie zunächst eine Abriegelung ein, um dann den Eindringling auszuschalten. Ihr elektromagnetisches Schutzfeld kann die Visortechniken beeinträchtigen. Weltraumpirat. Aggressive, intelligente Spezies. Geübt im Umgang mit der Waffe und im Nahkampf. Weltraumpiraten verwenden im Kampf elektronisch beschleunigte Kanonen und am Unterarm angebrachte Säbelklingen. Diese Spezies strebt danach, die dominierende Kraft in der Galaxie zu werden. Und ihre Technologie könnte ihnen helfen, dieses Ziel zu erreichen. Dabei interessiert es die skrupellosen und unnachgiebigen Piraten nicht, welche Konsequenzen mit der Verwirklichung verbunden sind. Sie verhalten sich rein ergebnisorientiert und verfolgen ihre Vorsätze mit äußerster Brutalität und Zielstrebigkeit. Untersätze! Schattenpirat! Ich versuche manchmal einen Rülpser zu unterdrücken, da verlese ich mich dann gern. Für Tarneinsätze ausgebildete und ausgerüstete Pirateneinheiten. Diese ausgewählte Gruppe der Weltraumpiraten hat Zugriff auf eine hochentwickelte Tarntechnik. Allerdings ist der Energieverbrauch dieser Ausrüstung verhältnismäßig hoch, sodass sie sich alleinig auf Nahkampfwaffen verlassen müssen. Beim Bekämpfen dieser Einheiten empfiehlt sich daher die Verwendung von speziellen Sichtgeräten. Fliegender Pirat. Für den Luftbodenangriff ausgebildete und ausgerüstete Piraten. Fliegende Piraten zeigen in der Luft ausgezeichnete Manövriervermögen. Allerdings lässt sich das Blitzmuster ihrer Antriebssysteme hervorragend mit Wärmebildtechnik erfassen. Ihre Raketen sind potenzielle Waffensysteme, was auf gewisse Weise auch auf ihre Antriebssysteme zutrifft. Fällt nämlich das System aus, stürzen sich die fliegenden Piraten gemäß ihres Kodex in einem Selbstmordangriff. Was ich damit sagen wollte? Seeschlauchkraut. Zerplatzt bei Erschütterung. Diese Pflanze wird aufgrund ihrer Ähnlichkeiten zum süßen Schlauchkraut derselben Familie zugeordnet. Ihre Kapsel explodiert, wenn sie einer Krafteinwirkung ausgesetzt ist. Dieser Schutzmechanismus hält die meisten Lebewesen davon ab, sie als Futterpflanze zu gebrauchen. Missbrauchen hätte ich, glaube ich, gelesen. Wollte ich auch erst lesen, oder? Talonische Krabbe. Talonische Krabbe auf Talon 4, heimische Krebstier. Dieser in Schwärmen lebende Gliederfüßer verfügt über ein hartes Außenskelett. Eins wurde er im größeren Rahmen des Nahrungslieferant genutzt. Doch mittlerweile ist er durch die Wirkung des Phasons nahezu
ausgestorben. Generell ist die talonische Krabbe als scheu und harmlos einzustufen. Doch ein Schwarm von ihnen kann durchaus gefährlich werden. Wasserranke. Wasserranke, Unterwassertentakel, ist der Teil eines unterirdischen Organismus ist. Die an ihrer Umgebung angepasste Wasserranke hat die Verhaltensmuster der eng verwandten Senseranke übernommen. Mit ihrer felsenbewohnenden Verwandten teilt sie das eingeschränkte Sehvermögen. Sichtvermögen. Allerdings nutzt ein Ultraschallverfahren Ultraschallverfahren, um ihre Beute zu orten. Da das Wasser ihre Tentakel nur wenig bremst, verfügt die Wasserranke über beträchtliche Agilität und Stärke. Was war das? Ich habe keine Ahnung, ich habe das Sie komplett überlesen. Du warst gerade total auf neben der Spur. Aquadrone. Mechanoid. Aquadrone. Für den Unterwassereinsatz modifizierter Sicherheitsdrohne. Die Weltraumpiraten haben einige Drohnen für den Einsatz unter Wasser umgerüstet. Diese Aquadrohnen besitzen die gleiche Bewaffnung und künstliche Intelligenz wie die gewöhnlichen Modelle. Offenbar ist es den Piraten nicht gelungen, sie gegen elektromagnetische Strahlung vollkommen abzuschirmen, was sie sehr anfällig gegenüber Wavebeam-Technologie macht. Aquapirat. Weltraumpiraten mit an Unterwasserumgebung angepasster Ausrüstung. Durch die Verwendung modifizierter Antriebssysteme und nachgebauter Gravity Suit Technik verfügen die Weltraumpiraten über komplette Ausrüstungen für den Einsatz unter Wasser. Da es den Ingenieuren nicht gelang, die starke Hitzeeinwicklung des Antriebs zu unterbinden, bietet sich auch hier die Wärmebildtechnik zur Zielerfassung. Optimierte Abwehranlage. Geschützt Tor mit elektronischer Abschirmung. Da sich die leichte Panzerung der gängigen Abwehranlage in der Praxis als unzufriedenstellend erwies, haben die Weltraumpiraten ein verbessertes Modell mit elektronischer Abschirmtechnik entwickelt. Die Abschirmung bewirkt eine gesteigerte Widerstandsfähigkeit gegen Beambeschuss und macht die optimierte Abwehranlage zu einer effektiven Waffe bei der Abschnittsicherung. Segelgleiter. Typus Segelgleiter. Harmlose fliegende Kreatur mit ungewöhnlichen magnetischen Eigenschaften. Segelgleiter leben in friedlichem Einklang mit ihrer Umwelt. Sie weisen eine magnetische Charakteristik auf, welche sich einfach mit herkömmlicher Gravel-Beam-Technik nutzen lässt. Um den Segelgleiter als Verankerungspunkt zu verwenden, ist eine Anpeilung aus relativer Nähe erforderlich. Er verharrt geduldig, bis die Verbindung gelöst wird. Hast du den Grapple gelesen? Grapple. Ich hab Grapple verstanden. Powerbeam. Oh, wir sind schon so weit. Powerbeam-Pirat. Powerbeam-Pirat. Weltraumpirat mit Powerbeam-Ausrüstung. Den Weltraumpiraten ist es gelungen, einige Waffentechniken der Chozo-Entwicklung nachzubauen. Zu diesen Technologien gehört der Powerbeam. Aufgrund von Konzeptionsmängeln ist der Powerbeam-Pirat sehr empfindlich gegenüber seinem eigenen Waffensystem. Seine Bewaffnung ist im Vergleich zu dem Original aus der Chozo-Entwicklung als minderwertig einzustufen. Dennoch ist die Kraft dieser Waffe nicht zu unterschätzen. Ich bin Pirat. Du solltest wieder nach oben gehen. Nach oben? Ja. Nein. Zu Wavebeam-Pirat, weil du direkt runtergehen bist. Wie habe ich das geschafft? Wavebeam-Pirat. Weltraumpirat mit Wavebeam-Ausrüstung. Den Weltraumpiraten ist es gelungen, einige Waffentechniken durch Chozo-Entwicklung nachzubauen. Zu diesen Techniken gehört der Wavebeam. Aufgrund von Konzeptionsmangeln ist der Wavebeam-Pirat sehr empfindlich gegenüber seinem eigenen Waffensystem. Seine Bewaffnung ist im Vergleich zu dem Original aus der Chozo-Entwicklung als minderwertig einzustufen. Dennoch ist die Kraft dieser Waffe nicht zu unterschätzen. Ich glaube, das ändert sich in den nächsten. Beim Eispiraten. Der Weltraumpirat ist. Der Weltraumpirat? Den Weltraumpiraten ist es gelungen, eine Waffentechnologie der Chozo-Entwicklung aufzubauen. Diese Technologie gehört der Eisbeam. Aufgrund von Konzeptionsmängeln ist der Eisbeam-Pirat sehr empfindlich gegenüber sein eigenes Waffensystem. Seine Waffen ist im Vergleich zu der Weber minderwertig. Dennoch, sie kommt nicht zu unterstützen.
Was bei wem? Das gleiche. Das mit Text zu haben. Ja, weil der Plasma-Beam mehr Text erfordert. Plasma-Beam, Weltraumpirat, ja, bla bla bla. Nietzsche-Pirat, oh Gott, der war nervig. Der war nervig. Der Nietzsche-Pirat betreibt. Elite-Pirat, Weltraumpirat mit enormer Leistungszuwachs durch Versuch. Elite-Piraten sind mächtige Gegner. Kennzeichnend sind ihre große Stärke, schwere Panzerung und umfangreiche Bewaffnung. Mit ihrem Energieabsorbierungssystem sind sie in der Lage, die Energie von Beamwaffen zu verwerten. Das habe ich ganz vergessen. Jedoch führt diese Technik zu einer Anfälligkeit gegenüber ballistischen Geschossen. Die hervorragend ausgeübten Elite-Piraten sind sowohl für den Nahkampf als auch für Angriffe aus weiter Entfernung bestens gewappnet. Ihre massive Größe kann ihnen zum Nachteil werden, ebenso wie ihre Trägheit, die potenziellen Gegner Ausweichtaktiken sowie schnelle Angriffe ermöglicht. Person Elite-Pirat. Der, wo nervig war, war der Omega-Pirat. Hast du mich gerade gegrabt? Hast du mich gerade gegrabt? Ich hab dich getoucht. Mein Handy. Okay. Ich berühre dich doch nicht. Person Elite-Pirat. Elite-Pirat, dem energiereiches Person verabreicht wurde. Dieser unter starkem Person-Einfluss stehende Elite-Pirat setzt in erster Linie einen Generator ein, der starke Druckwellen erzeugt. Eine Plasma-Kanone, wie sie normalerweise von Elite-Piraten verwendet wird, gehört nicht mehr zu seiner Bewaffnung. Die direkte Infusion von Person in seinen Körper verschafft dem Person-Elite-Piraten einen enormen Leistungszuwachs, dass die Lebenserwartung dadurch drastisch sinkt. Scheint für das Forschungsteam der Weltraumpiraten kein Problem darzustellen. Talon Metroid. Typus Talon Metroid. Infolge der Einwirkung mit Person mutierter Metroid. Ähnlich wie die dominierende Spezies von SA388. Der Metroid kann auch der Talon Metroid jeglicher Lebensform Vitalkraft entziehen. Dazu klammert er sich an seine Beute, absorbiert ihre Energie und nimmt dabei in Größe zu. Durch den Wechsel zum Morphball mit anschließendem Antisender Bombe lässt sich ein Talon Metroid abschütteln. Jäger Metroid. Jäger Metroid entwickelte Talon Metroid. Gefahr durch energieentziehende Tentakel. Im Laufe ihrer Entwicklung werden Talon Metroids zu immer effizienteren Räubern. Ein Tentakelstrahl, welcher der Energieaufnahme dient, erlaubt ihnen in diesem Stadium einen Angriff aus der Entfernung. Die leicht reizbaren Jäger Metroids stürzen sich auf ihre Beute und rammen sie so lange, bis sie ihren Angriffen erliegen. Auch bei dieser Metroid-Art zeigt der Einsatz von niedertemperierten Waffentechnik die besten Resultate. Spalt Metroid. Metroid, der sich in zwei Bundesländer teilen kann. Der Spalt Metroid ist infolge einer Mutation in der Lage, sich zwei zu teilen. Die daraus resultierenden Organismen sind gegenüber den meisten Waffen unempfindlich. Allerdings verbleibt eine Schwäche gegenüber einer bestimmten Waffentechnik. Diese Empfindlichkeit ergibt sich aufgrund der unberechenbaren Mutationsauswirkungen des Persons rein zufällig. Lumigek. Reptil mit starken Anreicherungen von Person. Dieser Ureinwohner von Talon 4 sammelt sich in Schwärmen, um seine Überlebensfähigkeit zu steigern. Da er Personstrahlung dauerhaft und in hohem Maße aufnimmt, ist er selbst zu einer Strahlenquelle geworden. Daher stellen die Schwärme eine große Gefahr dar. Mutterparasit. Ist eigentlich bei den Bossen angekommen. Mutterparasit, weiblicher Parasit, auf unbekannte Weise genetisch optimiert. Im Mund der Kreatur wurde eine Schwachstelle festgestellt. Mithilfe der Zielerfassung lässt sie sich präzise analysieren. Scans weisen auf das Vorhandensein eines starken Mutagens unbekannter Herkunft hin. Die Kreatur ist in der Lage, aus dem Maul gefährliche Energiestöße abzugeben. Dieses Merkmal findet sich im üblichen Parasitengenom nicht wieder. Allem Anschein nach haben die Piraten mit beachtlichen Ergebnissen
ein biotechnisches Programm gestartet. Flagra. Diese mutierte Pflanze ist der Ursprung der Vergiftung des Wassers in den Ruinen. Flagras Wachstum wurde radikal beschleunigt. Daher benötigt es nahezu konstante Sonnenbestrahlung, um aktiv zu bleiben. Durch diese Bestrahlung wurden Flagras äußerste Schale massiv und sehr widerstandsfähig. Sein Wurzelwerk ist jedoch ungeschützt und empfindlich. Nutze diese Schwäche, falls womöglich, gezielter Beschuss kann es für kurze Zeit außer Gefecht setzen. Flagra. Okay. Tentakel. Einer von Flagras Tentakeln verläuft durch den schmalen Abflusskanal. Die Anlage deutet darauf hin. Analyse. Was für eine Anlage? Die Analyse deutet darauf hin, dass sich Flagras zentrales Nervensystem im Zentrum dieser Anlage befindet. Da war die Anlage. Talos. Kreatur aus Felsbrocken, die hochgradig mit Phasonstrahlung belastet ist. Die von Tardus abgegebene Phasonstrahlung macht automatische Zielsysteme nutzlos, da sie eine Zielerfassung verhindert. Möglicherweise lassen sich mit einem anderen Weise alternative Ziele anpeilen. Aus der Schwierigkeit heraus gleichmäßig die Phasonbestrahlung durchzuführen, ergibt sich bei dieser Kreatur, eine strukturelle Instabilität. Tardus kann seine Gegner in Eis einschließen und seine kolossale Größe Verbindung mit entsprechender Stärke machen ihn zu einem überwältigenden Gegner. Welchen Boss hast du eigentlich gemacht? Weiß ich nicht. Omega-Pirat. Die stärkste Einheit der Interpiratenarmee. Der Omega-Pirat kann sich aus dem normalen, sichtbaren Spektrum aufwenden. Während dieser Tarnung ist er verletzbar, da die gesamte Energie der Abwehrsysteme zu diesem Zweck umgesetzt wird. Durch direkten Phasonkontakt ist er fähig, verletzte Gewebepartien und Organe zu regenerieren. Da dieser Gegner alle Errungenschaften des Elite-Piraten-Programms in sich vereint, ist mit äußerster Vorsicht und maximalem Waffeneinsatz vorzugehen. Metal. Den hast du Meteor-Rotline. Gemacht, nachdem ich verloren habe. Ja. Gerade so. Genetisch verbesserte Zwischenform von Ridley. Den Weltraumpiraten ist es mit ihrer Technologie gelungen, Ridley zu reproduzieren und seine Effizienz sogar noch zu steigern. Das Ergebnis, Meta-Ridley, ist ein furchterregendes Monstrum. Seine gepanzerte Außenhaut ist äußerst widerstandsfähig und schützt den Brustkorb, der lediglich schwach gepanzert ist. Denn den Weltraumpiraten ist es gelungen, die Kreatur mit mehreren schweren Waffensystemen zu versehen. Dazu gehört ein mehrfacher Raketenwerfer, eine kinetische Atemwaffe, der Meson-Bombenwerfer und ein ultrathermaler Flammenwerfer. Meta Ridley ist ein vorzüglicher Nahkämpfer. Diese Tatsache lässt jeglichen Angriff zu einer riskanten Angelegenheit werden. Ich dachte, es wäre einfach nur Ridley wiederbelebt, also scheinbar ein Ridley-Klon. Ja. Ja. Oh, Metroid Prime. Hast du es wieder geschafft? Typus Metroid Prime. Hochentwickelte Person reproduzierende Lebensform. Diese evolutionäre Fehlentwicklung, die als Metroid Prime bezeichnet wird, ist der Ursprung des Versohns. Er verfügt über eine nahezu unerschöpfliche Kraft. Doch eine genetisch bedingte Schwäche macht ihn kurzzeitig anfällig gegenüber magischen Waffentechniken. Lediglich sein Kopf ist wirklich verwundbar. Anders gezielte Angriffe sind aussichtslos. Für die Offensive stehen Metroid Prime zahlreiche natürliche und mechanische Waffenarten zur Verfügung. Dazu gehören eine tieftemperierte Atemattacke, Raketen, Formationen, Plasmastrahlen und Projektoren für Partikelwellen. Halt die Schnauze. Seine ungeheure Ausdauer und sein stacheliger Panzer machen ihn im Nahkampf zu einem tödlichen Gegner. Maximaler Waffeneinsatz wird empfohlen, wenn dieser Gegner bekämpft werden soll. Metroid Prime. Das Herz von Metroid Prime. Scans lassen vermuten, dass ihre Energiesignatur des Phasons, wie sie in Metroid Prime vorkommt, gegenüber jeglicher herkömmlicher Waffentechnik
unempfindlich ist. Lediglich eine personenbetriebene Armkanone könnte sie beschädigen. Metroid Prime sondert während seiner Attacken Personen ab. Diese Larven lassen sich nutzen, um das Personenwaffensystem des Anzugs zu regenerieren. Außerdem kann Metroid Prime selbst Metroids hervorbringen, die ihn im Kampf unterstützen. Während dieses Vorgangs ist er mit bloßem Auge nicht erkennbar. Welcher Wunder, dass Samus eine Armkanone hat. Ja.